Wenn ihr im Campingurlaub nicht richtig schlafen könnt, dann kann das daran liegen, dass euer Fahrzeug oder Wohnanhänger schräg steht. Dass ihr nicht im Wasser steht, wie wir auch sagen. Dann hilft nur eins, nivellieren. Und zum Nivellieren, da gibt es verschiedene Hilfsmittel. Ich möchte euch das jetzt mal erklären anhand des ganz klassischen Stufenkeils. Da habe ich mal zwei verschiedene Größen mitgebracht. Einen kleineren und einen deutlich größeren, breiteren. Da kommt es auch immer darauf an, wie groß ist das Fahrzeug und wie groß sind die Reifen. Denn der Reifen sollte immer komplett auf dem Keil draufstehen und nicht irgendwo an den Seiten überhängen. Das ist für den Gummi nicht gut und das Fahrzeug steht instabiler, weil es natürlich hin und her walken kann, wenn ihr euch dann auch noch drin bewegt. Ich zeige euch mal diesen kleineren Keil. Der sieht in diesem Fall so aus. Daher der Name Stufenkeil. Wir haben hier 1, 2, 3 Stufen, auf die wir unser Fahrzeug stellen können, je nachdem, wie hoch wir eine Seite des Fahrzeugs bringen müssen, damit wir gerade stehen. Damit ihr auch wisst, wann das Fahrzeug gerade steht, hilft natürlich eine ganz einfache Wasserwaage, die man einfach ins Fahrzeug reinlegen kann. Man kann auch eine kleine Libellenwasserwaage irgendwo fest am Boden befestigen, hat sie dann dauerhaft da. Alternativ könnt ihr auch das Handy verwenden. Da gibt es verschiedene Apps. Beim iPhone zum Beispiel ist schon in der Kompass-App eine Wasserwaage mit integriert. Wenn ihr mit dem Finger einmal rüberwischt, habt ihr diese Wasserwaagen-App und könnt dann eben direkt sehen, ob das Fahrzeug richtig ausgerichtet ist. Bevor wir jetzt die Keile unter die Reifen legen, müssen wir erstmal schauen, in welche Richtung wir nivellieren müssen. Dazu nehmen wir unsere Wasserwaage und legen sie auf eine Fläche, die eben ist. Das kann entweder der Boden sein, die Arbeitsfläche hier oder auch ein Tisch. In dem Fall bedienen wir uns mal hier der Arbeitsfläche und gucken uns mal die mittlere Wasserwaage an. Da sehen wir jetzt nämlich, die Luftblase ist ziemlich am Rand. Und wenn wir jetzt die Seite hier zur Beifahrerseite hin anheben, dann wandert die Blase in die Mitte. Das heißt, wir müssen unsere Keile auf jeden Fall unter die Räder an der Beifahrerseite legen, die Seite anheben. Jetzt können wir die Wasserwaage mal drehen, um jetzt in Längsrichtung zu schauen. Da ist die Wasserwaage jetzt nicht ganz so weit am Rand. Da können wir jetzt auch mal vorne etwas anheben. Dann wandert sie auch noch mal ein Stück mehr in die Mitte. Also diese Beifahrerseite anheben und die vordere Seite, dann stehen wir eben und ausgeglichen. So, die Keile kann man grundsätzlich vor oder hinter den Reifen legen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Es kommt auch immer auf die Situation drauf an. Wir legen den Keil jetzt einfach mal vor den Reifen. Und zwar so, dass er direkt am Reifen anliegt. Und sehen jetzt aber auch schon mit dem kleinen Keil, dass der Reifen, in dem Fall 18 Zöller, einfach viel zu mächtig ist. Und in dem Fall nehmen wir doch lieber die großen Keile. So. Den haben wir hier, ganz anderer Kaliber. Und mit dem tun wir uns dann beim Drauffahren wesentlich leichter, mehr Auflagefläche. Und jetzt müssen wir vor den hinteren Reifen auch noch einen Keil legen. Vorhin, als wir die Wasserwaage angeschaut haben, haben wir gesehen, dass wir nicht nur in eine Richtung, also nicht nur quer, sondern auch längs nivellieren müssen. Das können wir ganz einfach so lösen, indem wir einen Keil nicht direkt an den Reifen anlegen, sondern ein bisschen Abstand dazwischen lassen. Dann fährt nämlich in dem Fall jetzt bei dem hinteren Reifen das Hinterrad später auf den Keil und steht eine Stufe niedriger als das Vorderrad. Da können wir einfach mit den Fingern abmessen, wie breit eine so eine Stufe auf dem Keil ist und legen dann in diesem Abstand den Keil vor den Reifen. So, und jetzt müssen wir nur noch drauf fahren. Dann würde ich sagen, starten wir mal den Motor. Gut, dann fahr doch mal langsam los, genau. Okay, stopp mal. Jetzt stehen wir auf den Keilen drauf und kontrollieren mal unsere Wasserwaage.
In Querrichtung sieht das schon echt gut aus. Also da ist die Luftblase schon ziemlich in der Mitte. In Längsrichtung könnte noch ein bisschen höher sein an der Front. Aber das ist beim Nivellieren mit Keilen ist das eher immer so eine Sache, weil man es nie exakt hinbekommt. Die Keile haben ja auch nur bestimmte feste Stufen. Ich kann also nicht in Zwischenschritten nivellieren und muss einfach das bestmögliche Ergebnis rausfahren. Richtiges, perfektes Nivellieren funktioniert eigentlich nur mit einem hydraulischen Hubstützensystem. Das ist die Luxusvariante, da drückt man nur noch auf den Knopf und dann fahren 4 Stützen unter dem Fahrzeug raus und heben das in die Höhe. Kostet allerdings auch ein paar tausend Euro, wiegt natürlich auch was, hat einen gewissen Platzbedarf und ist daher auch nur für wirklich große Fahrzeuge eine ideale Lösung. Dass das Fahrzeug eben steht, ist nicht nur wichtig, damit man gut schläft, sondern auch, wenn man zum Beispiel einen Kompressorkühlschrank hat, spielt das eine Rolle, weil der Kompressorkühlschrank nur auf einer ebenen Ausrichtung optimal arbeiten kann und seine volle Kühlleistung bringt. Die modernen Kühlschränke sind da jetzt nicht mehr so empfindlich wie früher, also man kann schon einige Grad abweichen, aber von daher sollte man eben auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man selbst da sehr unkompliziert ist, was die Schlafposition angeht, immer an den Kühlschrank mitdenken, der steht auch gerne eben